Aber ich würde sagen, jetzt zeige ich euch, welchen Brawler ich neu habe. Und Trommelwirbel bitte. Es ist Spike. Oh mein Gott. Da gab es eine gratis Megabox im Shop. Ich habe diese Megabox geöffnet. Ja. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockel Game. Ich bin's Leo Levi und heute gibt's eine weitere Folge Brawl Stars. Und warum es schon wieder eine Brawl Stars Folge gibt, hat einen ganz besonderen Grund. Es ist nämlich was Krasses passiert. Oh, ich sehe da gerade was. Jubiläumsherausforderung. Was? Ja. Mal gucken, ob das noch was wird. Jubiläumsherausforderung. Ja, Brawl Stars ist... nicht Brawl Stars, genau. China ist jetzt seit einem Jahr in Brawl Stars. Es ist jetzt einjähriges Jubiläum. Genau vor einem Jahr hat China auch den Zugang zu Brawl Stars bekommen. Und da gab es eine gratis Megabox im Shop. Ah, guck mal. Und hier ist ein gratis Pin-Paket. Das holen wir uns direkt nur ab. El Primo, Bibi und einen epischen für Daryl. Nice. Und, ja. Jetzt habe ich es schon gespoilert. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe diese Megabox geöffnet. Ja. Und die haben einfach Ember gezogen. Junge, was habe ich für einen Luck in letzter Zeit? Letzter Zeit. Krass. Kann ja auch schon einmal upgraden. Ja, und dann würde ich sagen, spielen wir noch mal eine Runde mit ihr. Ein Brawl Pass haben wir auch noch, neue Quests. So. Ja, wir können ja mal ein bisschen Quests machen. Ein Hot Zone mal spielen. Oh, Ember ist so cool, ne? Ich habe die ja zum ersten Mal ausprobiert, als die rauskam. Und man kann einfach spammen. Das ist so ein cooler Brawler. Ich habe jetzt einfach alle legendären. Bevor ich alle mythischen oder so, ich habe noch nicht alle mythischen oder chromatischen, aber das ist schon echt krass. Jetzt können wir einfach hier reingehen und ich darf ja nicht zielen. Das ist so ungewohnt, diese Spielweise. Oh Gott, nein, ich bin gestorben. Uff. Naja, jedenfalls ist es so ungewohnt, weil man kann nicht zielen. Wenn man halt... Das ist halt der Nachteil, ne? Man kann aber einfach Auto aimen und... Ach Gott. Oh. Ja, ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich nicht Auto aime. Eieieiei. So, und jetzt... Boom. Und direkt wieder Ulti und gewonnen. Ja, das war eine schnelle Runde, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall richtig krass, wie ich das jetzt gezogen habe. Ich habe auch noch ein paar Gadgets und Star Power so gezogen im Verlauf und Brawl Pass. Aber ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass, was ich Ember gezogen habe. Komm, wir spielen nochmal eine Runde. Ja, einfach Ember gezogen. Das ist so krass. Ich probiere die gleich. Ich werde auch noch mal eine Runde in Solo Showdown spielen. Ich habe ja erst Spike gezogen vor nicht so langer Zeit. Okay. Man kann einfach spammen. Das ist halt. Joa. Ne? Jetzt bin ich doch ein bisschen low. Okay, bin tot. Egal. Das gewinnen wir auch easy. So. Ja, hey. Da habe ich natürlich das schon entleitet. Aber gut. Aua. So,
2 Minuten 9 noch. Ich darf wirklich nicht zielen, weil sonst verliere ich ja schon alles. Das ist einfach ein Flammenwerfer, das ist schon cool. Und zack. Ja, gewonnen wieder. Ja, also das ist, ja, ne? Krass. Das ist einfach nur krass. So. Dann würde ich sagen, testen wir noch einmal in Solo Showdown, weil da muss ich Schadenspunkte machen. Wahrscheinlich spielen wir noch 2 Runden Solo Showdown. Das ist auf jeden Fall richtig krass, dass ich hier Amber gezogen habe. Wir spielen jetzt einfach die ersten Runden mit ihr. Und ja. Da sehe ich auch gefühlt den ersten chinesischen Spieler in meinem Leben, aber gut. Hallihallo. Inselinvasion. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ui, jetzt wird aber hier eng hier. Ui. Spaß. Okay, die haben wir auch. Jetzt können wir die Chest noch holen. Ach, das ist entspannt. Ja, ja, Solo-Showdown bei 0 Pokalen ist schon krass. Ach, hallo, lieber Bull, schön, dass du dich verrätst. Dann kann ich dich auch gleich wegschnabulieren. So, man muss einfach nur spammen und ein bisschen durchs Gebüsch und dann kriegt man die auch. Weil sie nicht regenerieren können, weil man sie immer mal kurz trifft. Hi! Das ist nämlich was Cooles, was Amber kann. Der Karl jetzt gleich da reinläuft. Die kann halt so durch Wände das machen. Das ist halt ganz cool. Ja, ciao Daryl und ciao Ron. Ach Gott. Wo ist der Karl? Boah, er hat sich selbst Lul! Joa! Ich würde sagen, da haben wir... oh, ich hätte noch ein Spiel machen müssen. Egal. Ja, ne? Ich versuche jetzt mal die schnellste Runde zu machen. Also möglichst nur auf Kills gehen. So, erster weg. Oh Gott. Nächster weg. Das war knapp. Tick. Bye bye. Okay. Noch 4. Da oben sind sie. Unseren Fantal. Warum wehrt er sich nicht? Und weg. Fertig. Das war jetzt eine Minute ungefähr. Also, ja. War schon nicht schlecht. Und ich komme, wir spielen noch eine letzte Runde. Ach, Ember ist schon echt cool. Also, es macht schon Spaß. Aber man muss sich echt dran gewöhnen, an diese neue Mechanik. Aber. Einfach nebenbei, wenn ich die Kiste hier kaputt mache, nebenbei noch den Barley mitnehmen. Kleiner Snack. Oh, hallihallo! Ja, an meiner Stelle wäre ich jetzt nicht so frech. Oh, das brennt sogar Löcher in die Büsche, das wusste ich auch nicht. Okay, jetzt müssen wir ein kleines bisschen vorsichtiger. Ach komm, das gibt's doch jetzt nicht. Also.
Boah. Und jetzt holst du dich. Und zack. Kekwe. Und auch der Bow hier kann nichts tun. Oh. Ich nehm's zurück. Ups. Ja gut, der hat einmal geschossen. Ich bin vielleicht etwas zu stark eingegangen. Aber ja. Gut, richtig krasser neuer Brawler. Mal eben 43 Pokale jetzt eben gespielt in 10 Minuten. Ja gut, und wir haben auch wieder die 20.000 erreicht. Nice, nice. Dann würde ich sagen, Leute, war's das mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt gerne in die Kommentare, welche legendären Brawler euch noch fehlen oder welche ihr schon habt. Und was euer lieblingslegendärer Brawler ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Leute.